Möchtest du auch einen Schluck von dieser Kuhmilch? Ach nein, du darfst da nicht, du bist Veganer. Ja, genau. Ich darf leider nicht. Auf die Aussage, man lebe vegan, reagieren nicht wenige Menschen mit einem zutiefst betrübten Gesichtsausdruck und den Worten: Aber dann darfst du ja gar nicht mehr Tierprodukt hier einfügen. Essen. Also ich weiß ja nicht, wie sich diese Menschen den ersten Schritt in eine vegane Lebensweise vorstellen, aber vermutlich ungefähr so. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich würde gerne vegan werden, bitte. Kein Problem. Dann unterscheiden Sie bitte hier, hier und hier. Oh. 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 Soll ich euch ein Geheimnis verraten? Die Szene eben war nur gespielt. Wer sich entscheidet, vegan zu leben, der braucht weder einen Vertrag zu unterschreiben, noch einer Sekte beizutreten oder ein überzogen teures Handy-Abo aus der Werbung diverser Musiksender abonnieren. Das ist eine freiwillige Entscheidung und die hat mit Zwang nichts zu tun. Seid ihr schon mal zu einer Person gegangen, die freiwillig mit dem Rauchen aufgehört hat und ihr dann gesagt, hey, willst du eine Zigarette? Ach nein, du darfst ja nicht. Das würde auch wirklich wenig Sinn machen, denn die Person darf sehr wohl noch rauchen. Sie will einfach nicht mehr. Und genauso ist es mit dem Vegansein auch. Keiner verbietet einem Fleisch zu essen oder andere Tierprodukte. Man will es einfach nicht mehr. Und das aus guten Gründen. Genauso verhält es sich übrigens mit der Aussage, man könne keine Tierprodukte mehr essen. Nicht können würde ja bedeuten, man hat die Fähigkeit dazu verloren. Das klingt immer so, als hätten Menschen zum Beginn ihrer veganen Lebensweise ein Hexenritual durchzogen, indem sie sich um Mitternacht bei Vollmond in ein Fass voller Algen gesetzt haben und lateinische Phrasen vor sich hingestammelt haben, nur um dann am nächsten Morgen erschrocken festzustellen, dass sie laktoseintolerant geworden sind und auch alle anderen biologischen Mechanismen verloren haben, um Tierprodukte zu verarbeiten. Einige von euch werden jetzt vielleicht aus allen Wolken fallen, aber nur wenn man sich entscheidet, vegan zu leben, verliert man nicht die Fähigkeit, Tierprodukte zu kauen, zu schlucken und zu verdauen. Nein, doch. Zugegeben, auf solche Kleinigkeiten in der Sprache zu achten, erscheint vielleicht im ersten Moment ein bisschen kleinkariert. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass unsere Sprache sehr nuancen- und facettenreich ist. Und dass die Wortwahl immer einen, wenn auch manchmal unbewussten, Einfluss auf den Empfänger hat. Immer davon zu sprechen, dass jemand etwas nicht kann oder nicht darf, obwohl er sehr wohl kann als auch darf, es aber einfach nicht will, das erweckt immer den Eindruck von Zwang und Dogma, statt freiem Handeln auf rationaler Basis. Wie heißt die Aussage also richtig? Ein Veganer möchte keine Tierprodukte mehr konsumieren. Genau. Wieder was gelernt. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Wieso ist das so schwer?